Wir haben seit gestern Abend 18 Uhr in über 10 Stunden Verhandlungen in der dritten Runde ein Tarifergebnis für die Stahlbranche erzielt. Zuerst einmal der Einstieg um 18 Uhr, wo die Arbeitgeber nochmal mit dem Angebot, was uns letztes Mal bewegt hat, nach 10 Minuten aufzustehen, die Verhandlungen wieder zu eröffnen. Und ich habe nur gedacht, wie soll das in dieser Nacht gehen, wenn wir mit so einem schlechten Start beginnen? Ich habe mir das Ergebnis angeguckt, habe erst mal überlegt. Das hat natürlich nicht sofort dazu geführt, dass ich Jubelschrei oder sonst irgendetwas ausgebrochen bin. Dann lässt man das nochmal so ein bisschen sacken mit der allgemeinen Situation, in der wir jetzt stecken, insbesondere ThyssenKrupp Steel Europe AG, glaube ich, dass das schon ein Ergebnis ist, wo wir alle mit gut leben können. Das habe ich auch gespürt in den Gesprächen, die ich mit der Belegschaft auch geführt habe. Wir haben andere Themen. Das Ergebnis war für mich ein gutes Ergebnis, aber kein sehr, sehr gutes Ergebnis, weil einfach die Laufzeit meines Erachtens ein bisschen zu lange ist. Für unseren Betrieb, wir haben also Vollauslastung und wir hätten also sicherlich also auch mehr erreichen können, aber letztendlich schwimmen wir oder sitzen wir alle im gleichen Boot. Im Moment wäre es also für uns sicherlich möglich gewesen, einen Haustarifvertrag zu machen. Aber das ist also, wie der Knut das so schön gesagt hat, die Tagesinflation. Das ist heute so und morgen so. Und die Solidarität, also nur dann nutzen, wenn es einem genehm ist, das funktioniert nicht. Wenn man sich die Konjunktur anguckt, wenn man sich die Stahlbranche in den letzten Jahren anguckt, dann ist das ein Kompromiss, der dazu führt, dass unsere Kolleginnen und Kollegen am Ende dieser Tarifrunde deutlich mehr Geld in der Tasche haben. Wir haben es geschafft und das war uns schon wichtig, das Thema Altersteilzeit weiterzuführen. Wer in der Stahlindustrie wirklich bis 65 und länger arbeiten muss, sage ich ganz einfach, haben wir die Arbeitsplätze gar nicht für. Das geht nicht und das müssen wir also den Kollegen auch weiterhin ermöglichen, also auf dem Wege also aussteigen zu können. Das andere ist, wir haben die verstärkte Mitbestimmung bei Werkverträgen auch wieder mit abschließen können, auch für den gesamten Zeitraum. Was ich auf jeden Fall sehr, sehr gut fand, war, dass halt die Ausbildungsvergütung von den Azubis an das vierte Ausbildungsjahr gemessen wird. Und deshalb freut es mich, dass wir gerade in einer solch schwierigen Zeit für die Azubis auch etwas überproportional tun konnten. Sie haben sich auch gut bei den Warnstreiks beteiligt, deshalb haben sie das auch verdient. Trotz dessen, dass wir jetzt unter diesen großen Mega-Bedrohungsthemen arbeiten müssen, waren die Kolleginnen und Kollegen für ihre Tarifrunde auf die Straße gegangen. Und ich glaube, wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre auch dieses Ergebnis niemals zustande gekommen. Wir haben ja die zweite Verhandlungsrunde gehabt mit einem Angebot von 1,3% für 15 Monate. Hätten wir diesen starken Warnstreiks nicht gehabt, dann hätte es keine Bewegung gegeben. Das Erste, was uns die Arbeitgeber gestern gesagt haben, wir haben ihren Unmut gespürt. Deshalb danke an die vielen Kolleginnen und Kollegen, die mit auf die Straße gegangen sind. Ohne Warnstreiks wäre es nicht gelaufen, weil ich glaube, die Arbeitgeber hatten eine Vorstellung davon, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir letztes Jahr sehr aktiv waren, Gefangene unserer eigenen Logik sind, dass das nicht zu einem Warnstreik passt. Ich habe gestern unseren Kollegen beim Warnstreik erklärt, das passt sehr gut zusammen, weil wir kämpfen ja nicht nur für sichere, sondern auch für existenzsichernde Arbeitsplätze und Lohnerhöhungen gehören da unabdingbar zu. Und ich fahre nach Brüssel für die Sicherung der Arbeitsplätze und ich mache einen Warnstreik für die Erhöhung der Löhne. Das gehört für mich zusammen. Ich glaube, wir haben Sie mehrfach über Ihre rote Linien gebracht. Diese Zeit war ja die Diskussion, dass die Tarifrunde ein Thema in den Betrieben ist. Aber wir haben noch viele andere Themen in den Betrieben. Wir haben das Thema CO2-Handel immer noch nicht erledigt. Wir stellen fest, dass die EU immer noch nicht auf dem Pfad ist, dass wir wirklich sichere Arbeitsplätze in der Stahlindustrie haben. Das heißt, auch dort werden wir uns bewegen müssen. Auch dort geht das nur mit vielen Kolleginnen und Kollegen. Auch dort wird es nur mit Unterstützung der IG Metall gehen. Wenn wir nicht organisiert wären, wenn wir nicht die IG Metall hätten, wenn wir in Bremen alleine mit ArcelorMittal zum Beispiel verhandeln wollen, hätten wir dieses Ergebnis niemals bekommen. Es ist ein Branchentarifvertrag, wo nicht der Stärkste, aber auch nicht der Schwächste bestimmt, aber der uns hilft, den ArcelorMittal-Konzern einen besseren Tarifabschluss herzustellen als die Kollegen in Frankreich oder vielleicht sogar in Polen und Tschechien. Das Thema der Beteiligung ist ein enorm wichtiges Thema für uns. Und Beteiligung korrespondiert im hohen Maß aus meiner Sicht immer mit einer hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad. Man kann solche Tarifergebnisse nur mit einer großen Mannschaft hinter sich schaffen und wir sind sehr gut organisiert als IG Metall und ohne der IG Metall würden wir sowas nicht schaffen. Solidarität ist unsere Lebensversicherung.